So, wir sind jetzt seit ein paar Tagen schon in Albanien. Wir haben schon ein paar Kilometer hinter uns. Und bevor es ein paar Impressionen gibt, würde ich euch gerne zeigen, wie meine Einrichtung am Ranger, wie das jetzt alles funktioniert und genau, wie sich das bewährt hat. Gehen wir erstmal in die Heckklappe. Den Auszug kennt ihr ja noch. Der funktioniert auch nach wie vor super, trotz einiger Pistenkilometer. Küchenbox, man sieht es alles ein bisschen eingestaubt, weil einmal die Ladebox bzw. der Rollo aufgegangen ist. Hier haben wir jetzt die Küchenbox, wir haben zwei Boxen mit Lebensmitteln. Hier die Kühlbox und hier nebendran der Box haben wir genau so andere Sachen, Gasflaschen und was man sonst so ab und zu noch braucht. Das genau hat trotz einiger Pistenkilometer und viel hin und her gewackelt, funktioniert das alles noch tadellos. Jetzt gehen wir weiter zur Rücksitzbank. Hier habe ich ja das Regal reingebaut, in dem jetzt die Euroboxen schon sind. Da hat jeder von uns eine Box, in der man all seine Sachen reintun kann. Kann man einfach rausziehen und genau seine Sachen eben da reintun bzw. rausholen. Beim oberen habe ich noch so einen Gummizug, der jetzt eben vom Hin und Her wackeln schützt. Genau, alle Bedenken zu Trotz, dass das irgendwie nicht stabil genug wäre, kann ich bis jetzt nicht bestätigen. Das ist sehr stabil und hat noch keine Probleme gemacht. Was wir jetzt noch montiert haben, ist hier unsere Markise und das Dachzelt, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Das war es soweit. Es gibt noch einen kleinen Rundumblick, wo wir gerade stehen. Wir stehen hier gerade an dem Strand. Und jetzt seht ihr noch ein paar Impressionen von unserer Reise. Viel Spaß dabei und bis dann. Ciao. Kannst weiter nach links. I think it's okay. Stay diagonal. Stay like this. Just get off here. I think you have to just go back and go. Just straight like this. Okay, slow, straight like this. And I tell you for. Yeah. Just stop. Wait for it. Oh. Here's a flat here. Yeah, then wait. Yeah. Yes. Go. Nice.
I'm sweating. Ja, du kannst ja auch so ein bisschen. Which side? Also ich kann auch to the driver's side. Driver's side? Ja. Wir sind hier gerade in einem Flussbett und haben ein bisschen Spaß. Hier sind unsere französischen Freunde, Margot und Maxime, mit ihrem Land Rover, der gerade hier festgesteckt hat. Und hier sind Jesse und Caitlin. Weil die Sonne geht bald unter und wir müssen einen Campspot suchen.